Buddy joined your channel. Na, was geht hier ab? Stream. So, so. Mhm. Was streamst du denn, Siedler? Mhm. Es ist immer so wundervoll, seine eigene Stimme zu hören. Der Hammer. Meinst du? Ja. Ja. Ja, nee. Immer noch ganz schön pixelig bei dir, was? Ja. Und du spielst auch noch auf Deutsch, damit wirst du jetzt nicht so die riesen Viewer-Base aufbauen wahrscheinlich. Ja. Es ist auch eins der wenigen Spiele, die ich auf Deutsch spiele. Na gut, bei deutschen Originalen ist das glaube ich auch okay, weil Manu hat mal gesehen, dass die englische Übersetzung ziemlich kacke war. Beispielsweise. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei Siedlern ist, aber... Hast ja guten Grund, das auf Deutsch zu spielen. Original ist eigentlich meistens besser als irgendeine schäbige Übersetzung. Das gilt für Bücher genau wie für Spiele und Filme. Ja. Ist halt auch so ein Spiel, wenn man es, glaube ich... Ich habe das halt als Kind gespielt und dann kennt man halt alles und weiß ich nicht. Ist halt ja auch ein bisschen Nostalgie, warum ich das überhaupt spiele und deswegen... kommt das halt so ein bisschen mit dazu, glaube ich. Dass es dann besser ist. Leider habe ich ganz viele Warenstaus überall. Jetzt baue ich einen Steinbruch, damit endlich dieser Steiner wegkommt. Steine habe ich eigentlich. 100. Toll. Er baut jetzt da auch ein Katapult. Na toll. Was macht JJ? Spielt er auch? Also ist er auch am Stream in einem anderen Channel? KSP und so? Ich glaube, er streamt KSP, ja. Okay. Weil bei ihm ist es halt genau andersrum wie bei mir, dass er Commentary macht, wenn niemand im Channel ist, als wenn er so das Gefühl hat, dass er irgendwen damit zulabert, so weißt du? Und bei mir ist es halt so, ich mache keinen Commentary, wenn niemand mir zuhört. Ja. Keinen Sinn für mich. Das ist halt... bisschen konterintuitiv, das auch zu machen. Also mir wird es halt wahrscheinlich so gehen wie bei dir quasi, um ehrlich zu sein. Ja. Jupp. Vielleicht sollte ich mal einen EO4-Stream aufmachen. Ja, mach mal. Aber vielleicht sollte ich erstmal mit meinem ganzen Scheiß fertig werden, ey. Ja, oh, das geht mir so auf den Sack, ey. Heute habe ich mich auch wieder mit irgendwelchen trivialen Kleinigkeiten... Also ich meine, ich war ja gestern in Dresden, Hochzeit von meinem Cousin und so, bin deswegen erst auch einen halben Tag wieder hier, aber habe auch nichts mehr gemacht, weil habe dann stattdessen die Bude aufgeräumt und Wäsche gewaschen und Staub gesaugt und Müll rausgebracht und Bad sauber gemacht, bla bla bla. Immerhin was geschafft. Ja, morgen muss ich mir was anderes suchen, was? Als Ausrede. Nur, dass du weißt, ich hau das dann auch irgendwann auf YouTube, ne? Das ist schon okay. Gut, gut. Solange da keine, Confidential Information drin sind, dann passt das schon. Alles klar, gut, ich wollte es dir nur, damit du es weißt. Ja. Mach dann DCMA Takedown Message bei YouTube. Genau, die sind sehr, sehr begehrt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also, Klott hat mir heute schon gesagt, dass er hat halt gesehen, wie ich halt einfach, ich habe den ganzen Sleeping Dogs Stream an einem Tag hochgeladen, das waren irgendwie 8 Parts oder so, dann habe ich einen Siedler Stream hochgeladen an einem anderen Tag und
Jetzt habe ich eingestellt, okay, ich habe jetzt einen Scheduler eingestellt, der jeden Tag 3 Videos published. Und das bedeutet, ich habe immer noch Videos online für 10 Tage, die noch nicht Okay. gepublished sind. Ja. Das ist nicht wenig. Ja. Das ist alles nur Siedler, aber das ist einfach so, ja, ich starte mal und streame und dann exportiere ich das auf YouTube und dann. Gibt's da irgendwie ein Interface für direkt auf Naja, Twitch oder genau, was? du kannst direkt Nice. deinen Twitch-Account mit YouTube verbinden und dann sagst du Export und dann wird es da hochgeladen. Kannst sogar einstellen, dass es automatisch auf 15 Minuten Parts cuttet, was ich halt mache. Ich habe keine Lust, so ewig lange Parts zu haben. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob du Neo Magazin Royal guckst oder so. Aber Böhmermann und Dendemann haben hier so eine coole History of German Hip-Hop gemacht. Das kannst du dir ja nachher, wenn du Zeit hast, mal reinziehen. Warst du nicht in dem Channel, als ich darüber geredet hatte sogar? Nee, dann offensichtlich nicht, sonst würde ich es dir jetzt nicht schicken. Ich habe es selber gefunden auf Reddit. Oder du warst am Zocken, während ich das mir Ich habe es angehört auf hatte? Reddit gefunden, Sascha, glaub mir. Ja, nee, ich meine, es kann ja sein, dass du es einfach ignoriert hast, dass ich, wie auch immer, ist auch Also, egal. ja, also möglich, aber normalerweise, wenn ich zumindest im Channel bin, dann versuche ich peripher mitzubekommen, was geht Vielleicht und. war es auch Klott, der im Channel war. Ja. Also, ja, ich habe das schon gesehen. Es war sehr, 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 sehr cool. Jo, Also, gut. ich kenne aber auch nicht viel davon, muss ich. Also, ich kenne die vom Namen her relativ viel, aber ich habe das nie aktiv gehört. Ja, Was aber ich, also. also so der erste, was ich dann so te also auch textweise konnte, war Ku Savas King of Rap. Aber prinzipiell coole Aktion. Da war auch Alligator drin und so. Genau, ich wollte es dir vor allen Dingen zeigen, weil du einer der wenigen bist, die das hier wahrscheinlich ein bisschen zu schätzen wissen auf dem Server. Ja.